Hi Leute, ich bin hier im Sauerland in Saalhausen. Hier findet am Samstag der erste Lauf des NRW Cup statt und am Sonntag der Three Nation Cup und ich wollte euch mal hier die Rennstrecke zeigen. Ich bin die Strecke mal abgefahren. Leider sind noch einige Streckenabschnitte gesperrt. Da ist ein Zaun, der wird wirklich erst am Renntag geöffnet. Aber im Großen und Ganzen ist es die komplette Strecke, die ich euch zeigen kann, bis auf ein paar Ausnahmen. Ja, und dann gibt es noch ein paar Renneindrücke vom Samstag. Ja, ich wünsche euch dabei viel Spaß. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic. Go, 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 go. Ja, das wird heute enden auf dem Rennen der U17. Vorne ist Veronique. Geht ja in der Zielkurve noch überholt. Wer macht das Rennen? Kann er dann noch mal gegenhalten? Ab hier geht's los. Hier ist der Startzielbereich. Ab hier beginnt der Rundkurs. Geht es hier hinter diesem Zaun weiter. Der Weg läuft aber parallel zu diesem hier. Der ist halt nur ein bisschen breiter als hier dieser schmale Pfad, der hier hochführt. Man würde jetzt hier von links kommen.
Ja, wenn der Boden hier trocken ist, kann man hier ganz gut hochfahren. Ist schon etwas steiler der Anstieg. Bei meinem Rennen, das war das erste Rennen um 9.30 Uhr, da waren die Bodenverhältnisse noch ziemlich matschig. Da konnte man so bis etwa hier hochfahren und den Rest musste man leider schieben. Ja, keine Traktion mehr am Hinterrad. Leider. An dieser Stelle teilte sich die Streckenführung, die Fun-Klassen durften geradeaus weiter, die Lizenzklassen mussten hier diesen Anstieg hoch. Ja, und das ist wirklich eine Wand, also richtig steil bergauf und ja, hier brennen wirklich die Oberschenkel. Flatterband noch ein paar Schikanen eingebaut, also es ging nicht schnurgerade runter, sondern schon ein bisschen zickzackmäßig. Ja, nochmal ein kräftezehrender Anstieg und ja, danach sind wir dann endlich oben am höchsten Punkt angelangt.
Ich glaube, mit ein bisschen mehr Schwung würde man auch hier rüberkommen. Ja, ich an dem Tag nicht. Dankeschön. Auch dieser Trail hier war bei meinem Rennen total zugematscht. Es gab quasi nur eine Spurrille, wo man drin fahren konnte. Ist man da irgendwie rausgekommen, ist man sofort mit dem Vorderrad weggeschmiert.
Auch dieser Downhill war total zugematscht und es war wirklich mal ein Erlebnis, hier mal im Trockenen runterzufahren. Kenne ich so gar nicht. Vielen Dank. Jetzt folgt ein kurzes Asphaltstück. Es war immer ganz gut, um hier an dieser Stelle einen Schluck zu trinken. Jo, hier kann man nochmal durchfahren. Ja, man wäre jetzt von hier links gekommen. Wir nähern uns dem Zielbereich. Gleich geht es wieder über die Start-Ziellinie. Ja, das war jetzt der Rundkurs. Ja, mein Rennen war auf 88 Minuten angesetzt. Ich bin 6 Runden gefahren. Am Ende kam dann Platz 9 bei rum. Ja, mit der Platzierung bin ich nicht ganz so zufrieden. Da habe ich mir was Besseres erhofft, aber von der Leistung war das völlig okay. Matschrennen liegen mir eh nicht so und Tragepassagen mag ich überhaupt nicht. Ja, wäre ich zum Beispiel bei Senioren 3 gestartet, wäre ich 2. geworden, Senioren 1 wäre ich 4. gewesen. Ja, ich hatte halt das Pech, dass in meiner Altersklasse halt die stärksten Fahrer am Start waren. Zeige ich euch noch ein paar Renneindrücke von der Masterklasse, den Lizenzfahrern, die nach meinem Rennen gestartet waren. Jeder Fahrer fährt auf eine Rechnung und Gefahr und den Anweisungen des Wettfahrausschusses und der Kommissäre und Ordner ist Folge zu leisten.
waren auch sehr viele Holländer und Belgier mit am Start, die den Three Nation Cup gefahren sind. Das ist eine Rennserie, wo Rennen in Belgien, Holland und in Deutschland gefahren werden. Saalhausen ist ein Austragungsort in Deutschland vom Three Nation Cup und ja, hier gibt es wertvolle UCI-Punkte zu sammeln. Bei diesem Rennen war die Strecke schon ziemlich gut abgetrocknet. Die Sonne kam ja teilweise schon raus. Eigentlich optimale Verhältnisse. We'll be right back.
Hier aus Saalhausen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann am nächsten Sonntag auch wieder reinschaut. Da geht es dann wieder auf die Insel. Da zeige ich euch dann den letzten Tag im Trainingslager auf Mallorca mit den Edelhelfern. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne neue Woche. Fahrt viel Fahrrad. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.